Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin heute auf meinem schwedischen Account und da reite ich gerade Onyx. Ja, ich bin jetzt nicht besonders weit gekommen. Ich war auch, glaube ich, seit dem Pferdekauf nicht mehr auf dem Account. Ich weiß nicht, ich vergesse ihn irgendwie immer wieder. Aber wir haben heute eine kleine Pferdekauftour vor. Also wir werden auf jeden Fall ein Pferd kaufen. Und höchstens drei, je nachdem, was ich dann in der Realität dazu sage. Und wir machen uns erstmal auf den Weg zum Bazar, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es hier gerade ziemlich viele reduzierte Pferde. Und weil wir ja sparsam unterwegs sind, reiten wir da jetzt hin. Ihr seht hier Inventar. Wir haben fast 4000 Starcoins, also eigentlich genug, um ja, Pferde shoppen zu gehen. Und ich habe schon so ein paar angeschaut und dachte mir so, ja, könnte einziehen. Aber bei einem bin ich mir schon relativ safe, deshalb wir reiten da jetzt fertig hin. Und dann schauen wir mal, was da alles einzieht und eventuell auch ein Haustier, weil ich habe auf dem Account einfach kein einziges schönes Haustier, was sehr, sehr belastend ist. So, und hier ist auch schon der Bazar. Es sieht interessant aus hier. Da sind die Pferde, die im Rabatt sind. Und fangen wir einfach mal an, was es hier so gibt. Oh, ich lieb's einfach. Dieser Moment, wenn man so viele Accounts hat, dass man nicht mehr weiß, auf welchem Account man welche Farbe hat. Ich weiß actually nicht mehr genau, welche Farbe ich noch nicht habe. Ich muss jetzt ganz kurz auf YouTube recherchieren, weil ich habe es vergessen. Es ist peinlich. Okay, Leute, ich habe jetzt sehr viele Videos angeschaut, um zu sehen, auf welchem Account ich welches Pferd habe. Aber es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass ich zwei auf jeden Fall noch nicht habe, wenn ich mich nicht versehen habe. Und zwar sind es einmal dieses hier und dieses hier, die ich beide eigentlich mega schön finde, muss ich mich gleich entscheiden. Den Rest habe ich actually komplett, auf jeden Fall. Und bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wir müssen es nochmal anschauen. Aber eins wird auf jeden Fall einziehen. Bei den, ja, ganzen jawegischen Friesen, da habe ich auch einfach alle außer das hier und mir gefallen auch eigentlich alle außer das hier. Oh, den habe ich auch, den habe ich nicht, aber da sehe ich mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Was eventuell noch in Frage käme, oh, ein Lippi. Oh, ich habe doch auch schon alle Lippis außer den und der gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht. Das sind ja noch mehr. Ja, der Apfelschimmel hat schon irgendwas. Aber nee, vielleicht doch nicht. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele Lipizzaner und da fehlen mir auch nur ein, zwei Stück, die ich nicht habe. Sonst bin ich echt ausgesagt mit Lippis. Und dann kämen sonst noch in Frage Morgan Horses. Da habe ich bis jetzt nämlich nur das hier. Also wir machen uns erstmal auf zum ersten Pferdekauf. Jetzt müssen wir ganz kurz entscheiden, das oder das hier. Ich weiß es nicht, es ist voll schwierig. Ich finde beide irgendwie sehr, sehr schön. Haben irgendwie wirklich beide auf ihre eigene Art und Weise was. Okay, random, keine Ahnung wieso, entscheide ich mich jetzt für dieses Pferd erstmal. Ich weiß nicht wieso, vielleicht kaufe ich auch beide. Nee, egal. Wir holen uns das, ich suche mir einen Namen aus und es wird irgendwas Jumpiges. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich suche einen Namen. Okay, vergesst es, es ist nichts mit Jumper, es ist jetzt Blindspot geworden. Fragt mich nicht, wieso. Es wird ein Wallach und ein Erwachsener. Ach, ist doch wild. Ich finde, es passt irgendwie. Und für 595 Starcoins kann man sich auch echt nicht beschweren. Wir kaufen den jetzt. Und ich freue mich schon sehr. Ich dachte, ich benutze gar keine Doppelpferdenamen mehr, aber es gibt schon sehr coole Kombinationen. Oh, schon 10 von 10. Okay. Nehmen wir direkt mit. Und dann schauen wir auch gleich noch in die Shopping-Ecke. Ey, dieses Pferd sieht schon sehr, sehr wild aus. Sehr, 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 sehr wild. Okay, habe ich auf jeden Fall schon mal nicht bereut. Jetzt gucken wir mal hier rein, was es so gibt. Okay, hier ist schon mal nichts dabei für mich. Nee, nicht gut. Weiter geht's. Hier ist dasselbe. Da ist überhaupt nichts Neues. Hä? Okay, außer die Bobcats hier, die irgendwie recht fresh aussehen, ist da wirklich nichts, was mir gefällt. Schade. So können wir eigentlich direkt weiter dann. Ja, okay. Vielleicht gibt es hier noch andere Sachen. Ja, das ist nur Essen. Okay.
Dann gibt es ja noch Haustiere. Da Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Okay. Okay, das sieht nett aus, aber es sind alte Haustiere, Leute. Sollen wir uns ein kleines Schweinchen und so eine Robbe gönnen? Aber sie sind halt alt. Aber sie sind schon süß. Oh, ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gönnen uns einfach diese Robbe hier für 50 Starcoins. Egal, scheiß drauf. Komm. Ich dachte, es sind halt wirklich auch diese Füchse, die da sind im Angebot. Das wäre halt echt cool gewesen. Das ist aber leider nicht der Fall. Deshalb egal. Sonst ist hier leider gar nichts auf dem Bazar. Irgendwie dachte ich, es gibt noch coolere Sachen. Hä? Wieso habe ich jetzt diese Schabracke hier? Ah, das war aus Versehen. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück in den Heimatstall und suchen uns ein sehr, sehr wildes Outfit, damit wir das ganze Pferd hier auch mal präsentieren können. Mir ist aufgefallen, wir hätten auch ganz einfach da ins Lager gehen können, aber egal. Eine Sache muss ich sagen, ich liebe die Pferde auf dem Account hier. Ich habe bis jetzt wirklich nur echt richtig geile Pferde hier drauf. Wir haben einmal Onyx hier, diesen Adena oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. KWPN haben wir hier und dann noch zwei belgische Warmblüter. Oh mein Gott, so schöne Farben. Jetzt hier ein drittes belgisches Warmblut. Und einen schwarzen Araber. Und ein Easy. Gut, zwei Ponys, die unnötigerweise da sind. Das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Und halt mein Anfi. Ich habe hier echt nicht viele Pferde, aber einfach nur so schön. Ich liebe sie alle komplett. Okay, außer die Ponys. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal unser Outfit wechseln. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut rein und dann suchen wir uns erstmal sehr, sehr wilde neue Sachen zum Anziehen, denn dieses Pferd ist eine 10 von 10. So Leute, es hat so lange gedauert, bis ich zufrieden war mit dem Outfit, aber jetzt habe ich ein Outfit, mit dem ich echt happy bin. Ich finde dieses dunkelblau, schwarz und dunkelbraun passt richtig gut. Ich habe eine Kurzhaarfrisur gewählt, weil ich habe irgendwie sonst keine, die zu dem Pferd passt. Ich hätte da gerne schwarze gehabt, aber habe ich gerade nicht. Und das ist der fertige Look. Wir schauen uns das Ganze natürlich noch einmal bei Helligkeit an. Stelle ich einmal ein. Oh Gott. Ja, und so sehen wir aus. Ich finde es sehr, sehr wild. Es ist irgendwie ein bisschen specialig, aber trotzdem irgendwie schlicht. Ich feiere es richtig. Wie gesagt, die Frisur von dem Mensch mag ich nicht so gerne. Passt irgendwie nicht hundertprozentig. Wir versuchen jetzt mal, den Helm wegzumachen. Wo geht es nochmal? Da. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das so besser aussieht. Okay, damit bin ich nicht so ganz happy. So, der Helm ist irgendwie nicht so mega gut. Aber egal. Das ist so unser Outfit. Ich feiere es trotzdem sehr. Und ich finde, die Farben matchen einfach zu dem Pferd. Vielleicht muss ich mir ganz kurz noch eine Frisur kaufen. Ich glaube, das mache ich auch jetzt, weil es hängt einfach an der Frisur. Ich feiere sie einfach nicht. Und deshalb gehen wir jetzt ganz kurz in den Friseur. Und danach schauen wir uns natürlich noch die ganzen Gangarten und so weiter an. Und oh, wir brauchen auch eine Satteltasche für unsere Robbe. Viel zu überteuerte Satteltasche. Wir kaufen dich. Nimm mir die oder die, ist die Frage. Wir nehmen jetzt einfach mal. Das sieht irgendwie beide scheiße aus. Wir nehmen jetzt die. Dann haben wir den braunen Style zumindest. Wir nehmen jetzt die Jorvik-Schillinge, weil ich bin nämlich zu geizig. Wir müssen ja auch noch eine Frisur kaufen. Die packen wir jetzt einfach mal drauf. Gott, wo ist die denn? Kennt ihr das, wenn ihr Sachen nicht findet, die ihr gekauft habt? Hier ist sie. Es ist wenigstens halbwegs ein Match. Oh Gott, und jetzt haben wir da weiß. Jetzt müssen wir da wieder weiß anziehen, sonst passt es. Oh nein, ich habe mein Outfit zerstört mit dieser weißen Robbe. Egal. Für den Vibe ziehen wir sie jetzt an. Wir flitzen kurz nach Silverglade. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch hinreiten, aber egal. Heute nicht. Okay, Leute, auf dem Weg dorthin habe ich jetzt doch nochmal meine Meinung geändert und habe dieses Outfit rausgesucht. Wieso? Weil sonst die Robbe nicht mehr passt. Ich hätte eine schwarze Robbe kaufen müssen. Und jetzt passt die Frisur irgendwie wieder richtig gut. Ja, ich glaube, jetzt lasse ich es doch so. Ich weiß, es ist basic. Und das davor war eigentlich ganz schön auch, aber die Robbe muss einfach passen. Und ja, ich finde, so ist es auch echt ein Match, kann man tragen. Auch wenn es ein ganz kleines bisschen langweilig ist. Oh, die Hose passt jetzt irgendwie nicht mehr so ganz. Sollen wir lieber weiß nehmen? Was zu viel weiß, oder? Was meint ihr? Ja, als ob ihr jetzt gerade antworten könntet. Wir probieren es nochmal mit dem anderen Weiß gleich. Ich muss sagen, ich finde es fast ein bisschen zu viel, wenn man nochmal weiß nimmt.
Trotzdem hat es irgendwas. Wisst ihr was? Wir nehmen es einfach egal. Und jetzt müssen wir ganz kurz unser Pferd pflegen, weil sonst können wir nämlich nicht galoppieren. Und Level up. Und dann können wir auch endlich uns alles anschauen. So, das ist unser wunderbares Pferd mit unserem jetzigen Outfit. Obwohl ich es vorher besser fand, passt es so einfach gut. Das ist der Schritt. Das ist der Trab. Ich meine, wir kennen die belgischen Warmblüter. Ich blende euch das danach mit Musik nochmal ein, aber so, dass ihr das Outfit einmal kurz sehen könnt. Auch mit der Robbe ist eigentlich sehr, sehr cute. So, meine Lieblingsgangart bei den Pferden. Dann der Jagdgalopp und oh, der Megasprung. Das ist so eine Sache, die liebe ich an dem Pferd. Es ist dieser richtig krasse, crazy Sprung. Oh, ich liebe ihn wirklich. Hat gar keine besondere Gangart. Was kann das Pferd eigentlich noch? Hat das keine besondere Gangart gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend nicht. Aber oh, so ein guter Sprung. Also, das ist wirklich das Highlight an dem belgischen Warmblut. Wie schön, dass die Beine hochzieht. Ich lieb's. Okay, Leute, bevor wir weiter rumgurken hier, würde ich mich schon mal von euch verabschieden. Und alle die, die das Ganze nochmal in Szene gesetzt sehen wollen, ihr kriegt gleich noch ein kleines Musikvideo von dem Pferd und der Robbe. Ich habe jetzt doch nur ein Pferd gekauft. Wieso? Weil mich keins richtig angesprochen hat und ich wollte nicht nur einfach ein Pferd kaufen, dass ich ein Pferd gekauft habe. Deshalb ja. Ein Pferd, ein Haustier und eine Satteltasche. Ihr könnt ja mal ausrechnen, wie viel das dann letztendlich war. Irgendwie doch nicht so viel, wie ich dachte, aber ich glaube, ich bin ganz happy und ausgesorgt mit diesem schönen Level-2er-Pferd. Ich wünsche euch sonst noch einen wunderbaren Tag und könnt gerne neue Challenge-Ideen in die Kommentare schreiben. Davon werden in nächster Zeit wieder das eine oder andere kommen. Und ansonsten dem Rest noch ganz viel Spaß beim Zuschauen des Gangarten-Videos und all die, jetzt nicht mehr dranbleiben, einen ganz, ganz tollen Tag euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.